Sie haben es vielleicht schon erfahren und ich möchte es auch heute gleich am Anfang zum Thema machen. Ja, wir haben vor kurzem erfahren, und es war tatsächlich sehr kurzfristig, letzten Dienstag, dass wir mit deutlich weniger Steuereinnahmen in dem Jahr rechnen müssen als ursprünglich geplant. Da fehlen 50 Millionen Euro im gesamten Haushaltssystem. Der städtische Haushalt hat so nicht ganz 600 Millionen Euro Volumen, also wir reden von 8%, und das ist schon eine Summe, die man nicht einfach weglächeln kann, wo man sagen, boah, wenn man nichts macht, dann läuft alles. Also wir werden in der kommenden Woche mit einer sogenannten Haushaltssperre reagieren, werden also alle Maßnahmen innerhalb der Stadt für das Jahr nochmal auf den Prüfstand stellen und gucken, dass wir möglichst viel dieser Lücke auch schließen können. Jetzt aber schon klar, wir sind mitten im Jahr, die ganze Lücke wird nicht zu schließen sein und deshalb beginnen auch gleich die Arbeiten am Haushalt für das kommende Jahr. Auch da wird es gelten, Prioritäten zu setzen, nochmal zu schauen, was ist unbedingt erforderlich und was kann vielleicht noch die eine oder andere Zeit warten. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, wir haben in den letzten Jahren ein paar gute Jahre gehabt. Die haben wir auch genutzt. Wir haben Rücklagen aufgebaut, wir haben Schulden abgebaut, sodass wir auch weiter handlungsfähig sein werden. Aber ja, das werden keine leichten Haushaltsberatungen werden. Und es ist auch keine einfache Situation. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass wir mit großen Anstrengungen, ganz klar, aber weiterhin die wichtigen Dinge in der Stadt, die Infrastruktur, die wir brauchen, dass wir in die weiter werden investieren können. Und apropos Infrastruktur, heute Nachmittag bin ich auf einer Veranstaltung gewesen, die auch zeigt, wie wichtig Infrastruktur in unserer Stadt ist. Wir haben im Bereich des Jamin-Parks in den letzten Jahren viele neue Wohnungen geschaffen. Wir, in dem Fall die Davonia, also ein privates Wohnungsunternehmen. Und dabei ist es uns als Stadt immer wichtig, dass die soziale Infrastruktur auch mitwächst. Und heute Nachmittag wurde dort eine neue Kita eröffnet. Gut 60 Plätze für Kinder in dem Stadtteil, weil klar, wenn man neue Wohnungen baut und neue Menschen herzieht, dann braucht es auch die passende Infrastruktur dazu. Mich hat sehr gefreut, dass die Einrichtung jetzt auch an den Start gehen konnte. Und noch ein kleiner Terminhinweis. Das Wochenende ist natürlich voll mit Veranstaltungen, von der Brucker Cava bis zum Schlossgartenfest, bis zur Sonnenwendfeuer der Naturfreunde und. Aber ein kleines Schmankerl möchte ich besonders herausheben, vor allem für Familien und Kinder. Das sind die Familientouren des Erlanger Bündnisses für Familien. Ganz viele Veranstaltungen, die man mit seinen Kindern gemeinsam machen kann. Klicken Sie mal rein. Bei manchen muss man sich auch noch anmelden. Bei vielen ist noch der eine oder andere Platz frei. Und ich bin mir sicher, dann werden Sie ein schönes Wochenende verleben.